Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Und der Teppich schimmelt mal wieder vor sich hin. Die beiden sind noch in der Schule. Und ja, da sollten wir mal warten. Und ich habe gerade Post. Das ist toll, dass die Zelda kommt. Die hat hier einen Schlüssel. Es ist keiner da. Okay. Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle ist das? Es sind Rechnungen gekommen, das wollte ich gerade sagen. Aber jetzt ist die Zelda hier und ich bin komplett irritiert. Stimmt, die hat ja einen Schlüssel. Die hat ja einen Schlüssel gekriegt von uns. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, weil ich ja geplant habe oder auch gesagt habe in den letzten Folgen, dass ich irgendwann demnächst mal umziehen möchte. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist mit der Zelda. Behält die denn den Schlüssel dieser Wohnung oder bekommt die dann einen neuen Schlüssel, dass die halt quasi immer dabei ist oder was geht dann mit ihr? Na, das geht so. Magst du vielleicht dein Glas auch wegräumen? Eventuell so, wenn du hier schon alles dreckig machst. Und warum bist du eigentlich hier? Pflanzen gibt's nicht zu gießen, das da ist nur Deko. Und jetzt nimmt sie sich noch ein Glas Wasser, ja? Und stellt das wo irgendwo hin wahrscheinlich. Ray. Ja, Zelda? Du weißt schon, dass die beiden noch 2 Stunden in der Schule sind und erst um 15 Uhr nach Hause kommen? Ja. Hier sind Ratten. Magst du die vielleicht ausrotten? Wenn du Bock hast. Sie steht noch vor dem Spiegel und bewundert sich. So, ah ja, ich bin Zelda. Königin Hyrules. Im Teenageralter, so wie es sich gehört. Eigentlich hätte ich sie. Boah, das wäre mal eine Idee gewesen. Ich hätte sie vielleicht als chic noch verkleiden sollen, irgendwie so ein bisschen. Das wäre eine Sache gewesen, die wäre ziemlich geil. Alter, willst du mich verarschen? Hey, Magst du das mal vielleicht auch wegräumen, so vielleicht? So, ich da, du stehst einen halben Meter neben dem Mülleimer und du kannst es wegschmeißen. Stehst jetzt nur rum? Ich meine, ich finde es ganz gut, dass du nur rumstehst, weil wir müssten ja Miete bezahlen. Das könnte die Alexa eigentlich auch gleich mal machen, wenn sie nach Hause kommt. Miete bezahlen. 300, das geht ja noch. Das ist ja noch in Ordnung. Wo ist sie jetzt? Sie nimmt sich noch. Alter, diese Frau hat übelst viel Durst. Ich meine, die ist ja jetzt auch Schülerin und muss die Welt nicht mehr retten. Die Welt ist gerettet. Sie kann jetzt ein ganz normales Leben führen. Link ist sogar noch klein. Ich glaube, Link ist auch eh jünger als Zelda. Zumindest ist in Ocarina of Time ist, glaube ich, Link jünger als Zelda. Man weiß es nicht. Ich glaube, sie hört auch gleich wieder ab, weil es ist hier schon rot. Und mein Ohr juckt. Wartet mal eben. Oh Gott. Ah. Kennt ihr das, wenn das Ohr juckt? Unterm Headset? Das ist so uncool. Ja, also 40 Minuten brauchen die beiden noch, bis sie wieder da sind. Und wie geht's denen eigentlich? Dir geht es echt sehr gut eigentlich. Und der Gina geht es. Die hat. Ich. Ich hat sie das. Ich kann es ja auch wegziehen, ne? Aber ich finde es halt echt eine Frechheit, dass die hier meint, sie müsste sich hier ständig Gläser nehmen. Haut sie jetzt wieder ab. Ja, sieh ja, Zelda, weil war ja auch keiner da. Aber schön, dass du hier 3 Gläser verteilt hast. So, Gina, du kannst. Oh Gott, der Kühlschrank stinkt halt auch mal eben so vor sich hin. Öffnen. Was ist denn da jetzt schlecht? Kann ich den Kühlschrank nicht öffnen? Okay. Ich kann den Kühlschrank nicht öffnen. Es tut mir leid. Wie kann ich denn sagen, sie soll das Ganze den Kühlschrank mal ausmisten? Das kann man. Ich warte mal, bis sie zu Hause ist. Alexa, wenn du das. Das kann ich auch nicht machen. Okay. Aber ich kann das nicht machen, weil das wieder unter den Teppich ist, ne?
Sie war doch in der Schule. Schulwarnung. Alexa ist für heute mit der Schule fertig. Ja, das ist Alexa. Und Gina? Die Schule ist für heute aus. Gina gehört zu dem Buckingham-Oberschul-Zweier-Kandidaten. Sie könnte versuchen, noch mehr aus sich rauszuholen. Mein Direktor hat angerufen, um Bescheid zu sagen, dass es um meine Schulleistung recht heikel bestimmt ist. Wenn ich nicht aufpasse, könnte ich mich um eine Note verschlechtern. Er meinte, ich sollte mich auf meine Schulziele konzentrieren, gut gelaunt zur Schule kommen und jeden Tag pünktlich sein. Ja, war sie das denn nicht? Du Fatz! Was ist mit ihr jetzt? Beunruhigender Geruch. Ja, weil hier ist was am Schimmeln, aber keiner kann das irgendwie aufwischen. Doch, versuchen zu reparieren. Wo ist Gina eigentlich? Sie ist da, alles klar. Ach, hast du auch deine Miete bekommen, ja? Patty oder Penny, wie du jetzt heißt. Ich mag sie nicht, ne? Ich mag sie echt nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. So, Kühlschrank ausmisten. Verdorbenes Essen aussortieren. Perfekt. Beschämt, weil Situation verschlimmert. Vor allem verstecken. Nee, du kannst jetzt erstmal den Kühlschrank ausmisten. Alexa, du machst dir was zu essen und isst dann hoffentlich auch direkt dein Ding. Was? Machst du eine Familiengrüße vielleicht? Eventuell so. Was hast du eigentlich für ein Kochlevel? Ach, gar keins. Level 2. Das geht aber eigentlich. Ja, magst du das fortsetzen? Du gehst jetzt. Was machst du jetzt? Deine Surfen. Nee, du stinkst jetzt auch. Dann geh doch mal duschen. Und ja, du isst jetzt erstmal, dann kannst du deine Hausaufgaben eigentlich danach mal machen. Hausaufgaben machen. Du gehst jetzt duschen. Das ist gut. Und dann müsstest du eigentlich noch was essen. Haben wir denn noch was im Sortiment? Ja, wir haben noch was im Sortiment. Dann kannst du dir davon ein Gericht nehmen. Dann müsste einer von beiden gleich gucken, mal, wer als erstes fertig ist mit irgendwas. Weil den Vermieter anrufen wegen dem Schimmelfleck und wegen den Ratten. Das wäre ganz gut bei Vermieter beschweren. Das lasse ich. Ja, lasse ich sie gleich auch im Anschluss machen, wenn sie was gegessen hat. Ich meine, schließlich haben wir gerade 300 Simoleons Miete bezahlt. Dann erwarte ich auch, dass das hier halbwegs vernünftig ist. In der Stadt findet das schräge Humor und eine krasse Späße-Festival statt. Klicke auf. Oh, dann müssen wir, glaube ich, mit der Alexa hin, ne? Oh ja. Was? Lass uns. Uns voll. Ja. Okay, ich fahre nur mit der Alexa. Jetzt hat sie zwar ihre Aufgaben gerade angefangen, aber ist mir egal. Ich bin mal gespannt, ob die Gina im Hintergrund trotzdem das war, was ich ihr befohlen habe. Ich habe es ihr befohlen. Bin mal gespannt. Ich versuch's mal. Kann ja sein. Und mit der Alexa gehen wir jetzt erstmal dieses krasse Festival und zünden dort Knaller, so wie Zelda uns es gerade auch vorgeschlagen hat. Ladezeiten dauern aber echt lange heute, ne? Okay. Oh, die Black Rainbow? Nee, das ist nicht Black Rainbow. Das sieht einfach genauso aus. Wo ist denn das Fest? Ah, da! Oh, schön. Waren wir hier eigentlich schon mal? Nee, ne? Okay, jetzt müssen wir Feuerwerk kaufen. Und das kaufe ich wahrscheinlich nicht da. Da gibt es Essen, das bin ich. Ich bin am Rumsprayen. Das finde ich auch sehr gut. Wo kann ich denn Feuerwerk kaufen? Das ist das Klo. Da! Da kann ich Feuerwerk kaufen. Souvenir kaufen. Ja, bitte. Was machst du? Singen üben. Ja, singen du mal. Okay. Wenn ich jetzt direkt drei kaufe, sind das bestimmte Feuerwerk. Nee, einfach nur Feuerwerk. Okay. Dann schauen wir doch mal. Funkbrunnen. Schräger Humor und krass. Achso. Madame Zoe's Voodoo-Puppe. Eine Voodoo-Puppe würde ich auch mal gerne. Oh, auf jeden Fall die Schneekugel. Die bringe ich der Zoe. Die bringe ich der Gina mit. Dann gibt es hier Wirbelfeuerwerk. Jetzt ist halt die Frage, meinen die das wirklich? Also Feuerwerk. Die meinen ja eigentlich nur Feuerwerk. Das sind aber Kerzen quasi, ne? Mörser. Ich hol mal. Das günstigste ist das hier. Und ich hole aber nochmal drei davon.
Okay. Dann gehen wir ins Inventar und Invel platzieren und anzünden. Ah, perfekt, das ist sogar das. Achso, weil Zelda mich eingeladen hatte, musste ich das ja dann machen. Und ich habe hier einmal ein Ding gekriegt. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann kannst du auch das einmal anzünden. Das müsste ja eigentlich auch Feuerwerk sein. Ja. Sehr schön. Und dann kannst du von mir aus nochmal eins davon anmachen. Meilenstein erreicht. Sehr cool. Das ist hier nicht funktioniert. Also jetzt machst du das an. Okay. An Protestler spenden. Jemanden auf dem Romantikfestival Küsten eine Street Art im Kunstzentrum fertigstellen. Okay. Ja, das ist ja machbar. Okay, jetzt haben wir unser Bestreben halbwegs erfüllt. Was gibt's denn hier? Außer ziemlich geile Musik. Hier gibt's eine Tiki-Bar. Hier gibt's eine Senilöra, die... Was ist die? Streichspieler. Okay, hier... Keine Ahnung. Warum leuchten die? Ich weiß immer noch nicht, warum die Leute leuchten. Spaßvogelfeuerwerk. Spaßvögelfeuerwerk. Hier kann man Essen bestellen. Die ging es ja eigentlich ganz gut. Ne? Bis auf, dass deine Energie ein bisschen daneben ist. Okay, hier könnte ich jetzt Shisha rauchen, wenn ich möchte. Ich könnte mir was zu trinken bestellen. Hier könnte ich auch Shisha rauchen. Sonst kann ich aber nichts machen. Ich könnte jetzt auch noch Souvenirs kaufen, aber das haben wir ja jetzt. Der Laden hat gerade zugemacht. Ich könnte was essen, aber ich bin satt. Was könnte ich jetzt hier machen? Vorstellung an. Ja, mach mal. Entschuldigung. Aber sonst ist hier so gar nichts mehr, ne? Aber die Kunstgalerie ist hier. Mal gucken. Das Festival dauert wahrscheinlich auch nicht mehr arg so lange. Sollen wir mal schauen. Vielleicht können wir noch ins Kunstmuseum. Du? Ich lass sie mal herbringen, dann hat sie vielleicht auch mal ein bisschen Spaß. Weil sie hat halt keinen Spaß, ne? Dann kannst du dir auch mal die Vorführung hier ansehen. Bringt ihr das Spaß? Das bringt dir gar nichts. Doch, es bringt dir auch Spaß, alles klar. Setzen, versuchen, zusammensetzen und versuchen, Aroma ändern. Nee, zusammensetzen und versuchen. Das könnten wir auch gleich mal machen. So, ist sonst noch irgendjemand hier, den wir kennen, außer meine Wenigkeit? Die schon wieder ganz anders aussieht. Jetzt hat sie wieder zugenommen und das Kuriose an der ganzen Sache, oder das Witzige an der Sache ist, dass ich mittlerweile abgenommen habe und jetzt ist die. Das ist echt sehr, sehr witzig. Ach, das ist die Sandy, okay. Da bist du Dominik und du bist Ralf Weißhaupt. Du bist aber nicht der Vampir. Ich habe ja Vampire mit dem Namen Weißhaupt erstellt. Und da möchte ich eigentlich auch ganz gerne nochmal hin. Zum, nach Forgotten Hollow. Also, ihr hört euch das ja ziemlich lange an, ne? Ich würde mal sagen, breche es mal ab. Du bist jetzt müde und du hattest... Du bist verspielt. Okay. Verrückt anfangen. Ich möchte jetzt aber nicht mit mir irgendwie da was treiben, aber gut. Magst du mal meine Wenigkeit so ein bisschen anfunkeln? Ach, guck mal, die haut ab. Ach, cool, man kann da wirklich auch durchlaufen, habe ich gerade gesehen. Dann habe ich das ja bis jetzt immer falsch angebracht. Ich habe es mich echt immer als Deko an die Wand gehangen. Und man kann es halt wirklich als Vorhang benutzen. Das ist natürlich geil. Und das muss ich mir merken. Ja, magst du mal damit aufhören, weil es kommt ja eh keiner. Was? Alexa, was? Alter, ich stehe da hinten! Nee, da komme ich. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Und habe meine Brille nicht mehr an. Sehr gut. Das ist ein bisschen doof gerade. Backpfeife geben. Warum? Kennenlernen. Tag mal schön an. Wir können eigentlich auch mal zu mir fahren.
Geschicklichkeit regeln, ja, kann man auch gerne machen. Tina, was geht bei dir so? Wo bist du eigentlich? Ach, du besorgst dir was zu essen? Ja gut, mach mal. Kannst du gerne machen. Wer bist du? Ah, okay. Du siehst echt aus wie Black Rainbow, aber gut, du bist es nicht. Sie hat sich jetzt an die Bar gesetzt, das ist ganz okay. Alexa ist ja noch am Quatschen. Jemanden bedrängen. Also wenn die Leute verspielt sind, sind die echt ein bisschen komisch drauf, muss ich sagen. Ich möchte eigentlich ganz gerne was bestellen. Getränk zubereiten. Getränk. Nee. Achso, der hat Feierabend gemacht, okay. Hier macht jemand Feuerwerk. Was wir uns jetzt nicht angucken mit der Gina. Die hat keinen Bock. Was geht bei euch? Zelda plaudern, okay. Und du? Du guckst dir jetzt das nächste Programm an. Ja, meinetwegen. Ja, dann setz dich doch zu ihr. Po, was auch immer. Zelda, was zur Hölle? Ich blick nicht durch, ne? Es ist halt echt ein bisschen tricky, wenn die Sims ständig irgendwas machen und dann stehen die ständig auf und wollen dann auch da gucken, was ich auch verstehen kann, aber sie soll mal ihr Pfo essen und ja. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Hause so langsam. Weil, oh, ich kann nicht reisen, was? Es muss erstmal vorbei sein. Okay, dann warten wir ab, bis das vorbei ist, aber es ist ja gleich vorbei. Und dann fahren wir, oh, die Tina ist da! Dann fahren wir wieder nach Hause und, oh cool, was ist das? Ah. Jetzt gehen die da alle wieder, weil wieder ein Feuerwerk läuft, ne? So, was ist das? Ich wollte doch wissen, was das ist. Ja. Aber ziemlich cool, wer bist du? Tetsumori, dich kenne ich auch überhaupt nicht. Aber der Tina habe ich das nicht angezogen, Leute. Nicht von mir, das Outfit. Ah, okay, cool. Bisher hat Gina 4 der 27 in der Stadt verfügbaren Rezepte entdeckt. Geil. Man kann ja auch die Sachen noch erlernen, das ist ja cool. Ja, ich würde ganz gerne nach Hause, aber wie gesagt, die 2 Sekunden warte ich jetzt noch. Weil ich will ja schon die Belohnung ganz gerne haben. Achso, stimmt, hier war ja noch irgendwie so ein, so eine Wette oder sowas. Oh, geht das ist große Feuerwerk jetzt hier los? Ah, cool, guckt euch das mal an. Schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt muss ich mir mal merken, dass sie am Ende des Festivals immer so ein riesen Feuerwerk noch veranstalten. Schön. Achso, jetzt ist es vorbei. Ah. Ja, finde ich gut. Und das Festival ist zu Ende. Das heißt, wir können jetzt auch nach Hause reisen. Mit Alexa. Und nehme ich noch jemanden mit? Nee, ich nehme keinen mehr mit, weil wir müssen echt nach Hause. Beide sind, glaube ich, müde. Und meine Stimme versagt gerade. Ich weiß nicht, warum. Es hat den ganzen Tag funktioniert. Außer natürlich dann, wenn ich aufnehmen möchte. Dann geht es natürlich nicht mehr. Es ist ja immer so. Das tut mir echt leid. So. Ja, dann würde ich sagen, die beiden... Achso, der Vermieter. Stimmt. Ich hatte ja den Vermieter versucht zu erreichen. Ich bin mal gespannt, ob der da war. Anscheinend nicht, weil der Fleck ist halt immer noch am vor sich hin stinken. So, du gehst schlafen und du gehst ausschlafen und ich kümmere mich da dann morgen früh drum. Wegen den Ratten. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht wach wird deswegen. Und wegen dem Schimmelfleck. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch kümmern.
Alles klar, die beiden schlafen und die Ratte läuft rum und sie wird natürlich wach. Okay, pass auf, versuch's mal auszurotten. Versuch's mal bitte, ansonsten ruf mal die nicht einfach mitten in der Nacht an, das ist mir gerade egal. Sie läuft allerdings immer noch rum. Und geht jetzt wieder schlafen? Schlafen, okay. Du musst doch mal duschen langsam mal. Ja, dann versuch wenigstens was zu schlafen. Und sie wird wieder wach, weil hier läuft keine Ratte rum, weil sie duschen muss. Okay, dann hau rein. Dann gehen wir. Oh, die ist auch voll dreckig, die Dusche. Die muss auch dringend sauber gemacht. Und hier tropft es auch. Oh Gott, wir rufen auf jeden Fall gleich den Vermieter an, dass der hier mal klar Schiff macht. Wie weit bist du damit schlafen? Was geht eigentlich, ne? Ich schwimme mal eben das Duschen vor. Versuch dann mal die Gina aufzuwecken. Vielleicht, dass sie vielleicht mal guckt, ob sie es repariert bekommt. Sie duscht ziemlich lange, okay. Versuch das mal wieder zu reparieren. Also du schläfst eh noch ein bisschen. So, was ist mit dir dann? Du hast Hunger, ja, dann pass auf, dann kannst du den Kühlschrank öffnen und dir das da noch nehmen. Oh, und deine Hausaufgaben, oh Gott. Hausaufgaben machen kannst du auch nebenbei noch. Macht sie eigentlich beides? Nee, ne? Sie macht eins nach dem anderen. Ja, auch nicht schlimm. Ich will halt nur, dass der Vermieter gleich noch kommt. Und wir haben ja beim letzten Mal eine Schneekugel gekauft. Oh, das war falsch. Also hier ist diese Drachenskulptur. Warte mal, kann ich die vielleicht? Es ist so doof. Es ist so blöd, dass dieses eine Ding da nicht, dass man da nichts draufstellen kann. Das finde ich halt echt ein bisschen blöd. Nee, das geht nicht. Habe ich denn sonst noch irgendwie Platz irgendwo? Oh, hier steht ein Teller. Und da oben ist ein Regal frei. Sehr gut. Dann kann ich nämlich da an dieses Regal oder auf dieses Regal die Skulptur stellen. Und dann. Oh Gott. Das ist echt nicht normal, was mit meiner Stimme gerade abgeht. Und dann da die Schneekugel hinstellen. Sehr schön. Das freut mich. Es tropft auch richtig, ne? Es tropft auch leider richtig. Das ist echt doof. Das hört man richtig, dass es tropft. So, du räumst jetzt noch auf. Sehr schön, und dann machst du deine Hausaufgaben. Perfekt. So, Gina. Du bist noch nicht ausgeschlafen, aber ich glaube, ich wecke dich jetzt. Oh Gott, und sie muss dringend duschen. Ich lasse sie das mal eben reparieren, ansonsten geht sie gleich wirklich mal unter die Dusche. Und wenn das alles nichts hilft, werden wir nach der Schule den Vermieter anrufen. Schafft sie es? Nein, sie hat es nicht geschafft. Ich meine, gut, was hat sie für ein Geschicklichkeitslevel? Vielleicht kann sie das erst ab einer gewissen. Ich finde aber auch, dass sie echt schnell aufgibt, ne? Also, so eine Toilette reparieren oder sowas dauert immer länger. Aber okay, also wie lange brauchst du mit deinen Hausaufgaben? Du brauchst ein bisschen länger, ne? Weil dann würde ich ganz gerne nach dem. Warte mal. Das machen wir. Sie kann jetzt erstmal zu Ende duschen. Dann soll der Vermieter mal bitte kommen und dann, der macht ja eh alles. Der macht ja den Fleck weg, der macht die Ratten weg und das tropfende Ding macht er ja auch dann weg. Ansonsten könntest du eigentlich heute Nachmittag, man schafft mir vor der Schule wahrscheinlich nicht mehr, die ganzen Sachen mal verbessern, wie das Klo, die Duschen mal säubern, hier das vielleicht auch verbessern. Ja, wir können es auch verbessern. Den Herd, kann man den Herd verbessern? Nein, das kann man nicht. Den Kühlschrank wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber halt Toilette, Dusche und Waschbecken, beide vielleicht auch. PCs können, glaube ich, auch verbessert werden, soweit ich weiß. Nein, können sie nicht. Okay. Ja, und dann möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal nach Forgotten Hollow. Und dann mal schauen, weil ich glaube, Vampire kann man tatsächlich nur abends zu sich einladen, weil nachts, tagsüber geht's ja nicht, weil Vampire ja Sonnen empfindlich sind
Und ja, warum fühlst du dich unwohl? Weil die Dusche scheiße ist, ne? Ich lese nicht hier an. Ja, gut, okay, jetzt ist halt dreckig, ne? Kann ich ja auch nichts dafür. So, Essen schaffst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Weil du rufst ja unseren Vermieter noch an. Ist auch mit dem Duschen noch nicht fertig. Denk mal, weshalb duschst du noch? Ich finde das total krass, dass die Sims auch mal eben so eine Stunde duschen. Es war ohne Scheiß, sie duscht echt eine Stunde. So, dann ruf den mal an. Wie wär's mit einer Frischung in der Stadt? Bist du dabei? Wir müssen zur Schule, Mutti. So, da kommt er auch schon. Ich hoffe, dass er jetzt hier irgendwie aufräumt. Sie macht gerade was. Nee, das kannst du vergessen. Nee, lass das mal. Du musst zur Schule. Das schaffst du nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber du musst halt um 8 zur Schule. Das ist in 10 Minuten. Hausaufgaben fertig. Perfekt. Hast du sie auch eingepackt? Sehr gut. Alles klar. Dann geht mal zur Schule, ihr beiden. Nee, das brauchst du jetzt auch nicht machen. Aber was ist denn bei dir los? Nee, lass das mal. Ihr stellt es irgendwo hin, ne? Weiß nicht. Oh Gott. Also, ich stell's zurück in den Kühlschrank. Wie krass. Das hätte ich nicht erwartet. Das finde ich gut. Ja, geht mal zur Schule. Du kannst auch da was essen. Und lass den Vermieter mal arbeiten. Und wir hören uns wahrscheinlich immer noch mit dieser Kackstimme in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.